wenn wir Pech gehabt hätten, dann wäre jetzt hier Baustelle gewesen. Es ging also ein Gebet zum Himmel, dass das hier klappt. Und ja, wir gehen heute in die Öffentlichkeit, um unseren Glauben zu bekennen. Wir werden von der Reklame ja so fertig gemacht, dass wir, wenn wir alle 1000 Dinge besitzen, dann sind wir glücklich. Nein, wir gehen heute diesen Weg, um den inneren Wert unseres Glaubens zu zeigen. Und da brauche ich ja nur hinter mich zu schauen. Und ja, wir fangen an mit den Kyrie-Rufen. Und dazu darf ich bitten, dass der Kindergarten uns hilft. Also, ach, Jesus, wir es ja nicht erlebt haben, von Ihnen erfahren, dass es auch bei uns so möglich war, was Sie jetzt in anderen Ländern sehen. Nämlich, dass verboten war, den Glauben offen zu leben. In dem Begründer der Schönstatt-Schwestern, die uns ja hier auch geprägt haben, da wurde Josef Kentenich, der hat diesem Satan gegenüber nur gesagt, ich wüsste nicht, wo das Taufwasser bei Adolf Hitler auftreffen könnte. Und deshalb wurde er nach Dachau ins KZ gesteckt. Und alle, die schwache Charaktere waren, die sind da gestorben. Und wenn Sie nach Maria Laach kommen und gehen oben im Waldfried am Krater in der Wirtschaft mal essen, da finden Sie auf der Wand eine Inschrift, die sagt, hier haben zwei Pfarrer aus der Umgebung den Hitlergruß verweigert. Und nachmittags kam die Gestapo und hat sie nach Dachau gebracht und die sind elendig dort gestorben. Und ich möchte ein Dokument aus diesem KZ Dachau vorlesen von einem Priester, Hans Karls. Ob der das überlebt hat, weiß ich nicht. Aber ich bitte, dass die Kommunionkinder, immerhin sind 10 von 12 gekommen, die anderen zwei sind krank oder verhindert. Ihr hört mal besonders zu. Der schreibt, in der Stadt Dachau lebte eine Familie mit zwei Kindern, einem Jungen und einem Mädchen von etwa 9 bis 12 Jahren. Die Kinder waren bei uns im KZ gefangenen Priestern bekannt, weil sie immer wieder mit der Hilfe des Pfarrers von Dachau und ihrer Eltern den Priestergefangenen Wohltaten erwiesen. Es war an einem Fronleichnamstag. Die Glocken der Dachauer Stadtkirche läuteten den Festtag ein. Das war wohl noch nicht verboten. In Bayern kam ja alles ein bisschen später. Die vielen Priester auf den Feldern der Plantage von Dachau sahen von Ferne auf die Straße, wie die Menschen zur Pfarrkirche und zur Prozession gehen. Da kommt am frühen Mittag nach der Prozession dieses junge Mädchen im weißen Kleid. Deshalb, Kommunionkinder, zuhören, das Kränzchen noch im Haar, zu diesen 15 gefangenen Priestern, die auf dem Felde arbeiten und erzählen mussten oder erzählten von dem schönen Erlebnis der Fronleichnamsprozession aus der Ferne. Der wachhabende Posten in der Nähe ließ es geschehen. In einem günstigen Augenblick warf dieses Kommunionkind den gefangenen Priestern, die es gut kannte, ein Beutelchen in die Ackerfurchte und sagte dem Nächststehenden ganz leise, da ist der Heiland drin. Ich sag's mal laut, da ist der Heiland drin, durfte der Wachposten ja nicht hören. Dann ging sie zufrieden und froh von dann. Und die Priester beugten sich über diesen heiligen Fund, entnahmen aus einer kleinen Büchse die verwandelten Brote, teilten die wenigen Hostien untereinander und feierten so die heilige Kommunion in der Ackerfurche. Wenn ihr euch erinnert, voriges Jahr habe ich euch erzählt, dass in Vietnam ein Priester im Absatz seines Schuhes die Kommunion verborgen hatte, die da reingeschmuggelt worden war. Und wenn der abends, wenn er die Folterschreie, die Schreie der Gefolterten nicht mehr so hörte und die Wachen auch leiser wurden, dann nahm der dieses Brot aus dem Absatz, hat das nicht gegessen, sondern vor sich hingelegt und gebetet und so lange, bis sozusagen Jesus in ihm so stark wurde, wie das eigentlich
bei einer Kommunion sein durfte. Und das ist mein Problem. Wir erleben an diesen Priestern, die gefangen waren, und an dem, was der Kommunionempfang bedeuten kann. Und wenn ich sehe, dass wir so oft gehen, oder wie soll ich das einschätzen, dass an einem katholischen Feiertag jetzt so viele sich auf die andere Seite drehen, obwohl sie noch immer der Kirche angehören, oder noch nicht mal mehr hinter der Gardine gucken, wie wir hier zahlreich die Straßen des Dorfes abgehen. Wie gehen wir dahin? Ist das für uns eine Erfüllung? Ich meine, das gilt für mich auch. Übermorgen habe ich 4 heilige Messen. Ich gehe also 4-mal zur Kommunion. Kann das gut gehen? Ist verboten, aber in der Not kennt man kein Gebot. Und dann frage ich mich auch manchmal, ist das bei dir auch Routine? Dieses Brot, das wir gleich im Segen empfangen, das möchte uns innerlich stark machen. Dafür muss man aber auch Raum lassen und nicht in der Routine liegen. So, das war's. Ihr habt überlebt. Wir sprechen das Glaubensbekenntnis und ich hoffe, dass die meisten es noch auswählen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erde. Und für uns gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der unsere Kranken stärke. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir.
Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, bringe alle Völker den Frieden. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns immer leuchtet nun sein Licht, er ist freundlich, edelmütig und verlässt die Seine nicht. Darum soll ich dich erbeugen und ihm seinen Dank bezahlen. Jesus, wir danken dir, dass du uns hilfst, damit unser Leben gelingt. Und das erbitten wir durch Jesus Christus, unseren Bruder und Herrn. Amen. Ja, ich darf noch Dankeschön sagen. Wenn ich sehe, die uns geschirmt haben, die Feuerwehr, die Schützenbruderschaft, die uns seit einiger Zeit erfreut, weil die alle Lücken füllen kann. Wir freuen uns, die hier diesen Altar gebaut haben, Frau Christ, die ja überall sowieso immer noch hilft, Herr Gildenbach und Werner Schlösser. Und ich darf die Frau nicht nennen, aber es gibt eine Frau, die hat am meisten bei allem Brassel gehabt. Das heißt, die macht das also gerne auch schon in der Nacht. Jedenfalls, und all die, die das hier zustande kommen lassen. Deshalb mal, ja, der Kirchenchor, dass der bei uns gesungen hat und auch erhalten bleibt. Ja, die meisten sind ja aus Lippland. Aber es ist doch schön, dass nicht immer alles abgebaut wird, sondern wir da noch hin. Die Brudermeister, die darf ich auch mal nennen. Es gibt ja noch die Domäne der Männer. Und zwar waren das der Herr Düster, der Herr Esser, der Hardegen. Der Wolf. Unser Glaube soll uns lehren, was
Brot vom Himmel hast du ihnen gegeben, dass alle Erquickung in sich wird. Herr Jesus Christus, im wunderbaren Sakrament des Altares hast du uns das Gedächtnis deines Leidens und deiner Auferstehung hinterlassen. Gib uns die Gnade, die heiligen Geheimnisse deines Leibes und Blutes so zu verehren, dass uns die Frucht der Erlösung zuteil wird, der du lebst und liebst in alle Ewigkeit. Amen. Jetzt kommt der Segen, besonders über unsere Kokis, die durchgehalten haben, und den Kindergarten und auch unsere Minis. Es segne euch der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Und lasst uns.